Hallo Leute, hier ist wieder euer Markus vom Rendite-Mobs-Kanal, eurem Kanal für finanzielle Bildung und natürlich auch dem Reselling. Und ich begrüße euch zum vierten Teil der Reihe der hässlichsten Lego-Sets aller Zeiten. Nein, natürlich nur Spaß. Wir sind beim vierten Teil der Reihe der Set-Reihe. Gibt es eine Set-Reihe bzw. ein Thema bei Lego, die mehr oder weniger oder das mehr oder weniger No-Brainer enthält? Also praktisch Sets, wo man weiß von einer Reihe, die kann man ungesehen sozusagen oder ohne zu recherchieren kaufen und man hat immer eine Wertsteigerung. Ich habe es nur deshalb gesagt, weil wir jetzt tatsächlich bei der Ideas-Reihe bei den Sets Nummer 16 bis 20 sind. Und der Anfang macht meiner Meinung nach wirklich eines der hässlichsten Sets aller Zeiten. Aber bevor ich starte, wollte ich euch noch etwas zeigen. Deshalb ist der Bildschirm etwas größer bei mir sozusagen oder auf mich gerichtet. Und wie ihr wisst oder vielleicht noch nicht wisst, ansonsten nochmal die anderen Videos gucken, bin ich selber ein Sammler von zwei Themengebieten. Das ist einmal Brickheads und das ist auf der anderen Seite die Ideas-Reihe, weil ich einfach schön finde, wie viele verschiedene ja, Ideen darin dargestellt werden und wie ganz unterschiedlich diese Sets sind. Und ich habe von den neueren teilweise alle. Von den älteren noch nicht. Und ein Set, was ich aber schon vorgestellt hatte, was von der Wertentwicklung, naja, so lala war, habe ich jetzt tatsächlich zum Einkaufspreis bekommen von damals. Und das ist tatsächlich hier die Nummer 7. Ich denke, man, im Video habe ich es erklärt. Ich möchte jetzt nicht nochmal das wiederholen, aber ich denke, man kann relativ leicht sehen oder sich denken, wer ein bisschen in dem Business ist. Warum sich dieses Set nicht so gut entwickelt hat. Also es ist kein Lizenzthema mit generischen Figuren hier, jetzt nichts Besonderes und auch nicht so sonderlich, wobei das Geschmackssache ist. Schön. Aber kommen wir zu den fünf Sets, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Und das ist wie immer natürlich keine Anlage- oder Kaufempfehlung, sondern nur das Produkt von meinen Recherchen und meine Meinung. Und ja, lasst mich erstmal beginnen mit dem Thema, dass ja, bisher nochmal kurz zusammengefasst hatten wir 15 Sets und im Prinzip konnten wir ein dickes, fettes Unterstreichen machen, dass sicherlich einige Sets extrem gut sich entwickelt hatten, während andere Sets so lala waren. Es gab, sage ich mal, welche wie das, die Exosuit hier. Die mehr oder weniger so, wenn man sie mit Rabatt bekommen hatte, bisschen was gebracht haben, aber es gab bessere. Aber im Grunde genommen konnte man bisher tatsächlich sagen, mit jedem Set, was man gekauft hätte, hätte man, sofern man ganz gut eingekauft hätte, tatsächlich einen Gewinn oder sogar einen ordentlichen Gewinn gemacht. Ja, und jetzt haben wir in zweierlei Hinsicht einen Bruch. Wir sind jetzt bei Sets, die vor im größten Teil vor 3 Jahren rausgekommen sind. Eins ist ein bisschen jünger. Und wir haben insofern den ersten Bruch, als dass die Ideas-Reihe mit diesen Sets das erste Mal sogar mehrfach über 80 Euro gegangen ist. Wir erinnern uns, anfanglich die Sets waren um die 30, 40 Euro. Im letzten Video hat es sich dann schon auf 80 Euro gesteigert, ein Set. Und jetzt sind wir tatsächlich bei Sets, die weit über die 100 Euro gingen. Und ja, was soll man sagen? Also zumindest statistisch gesehen tat das der Reihe nicht gut. Denn wir haben hier von diesen 5 Sets, so viel sei schon mal gesagt, nur 2 Sets, die sehr gut performt haben und 3 Sets, die man sich hätte lieber nicht ins Portfolio gelegt. Wobei eine kleine Ausnahme wegen einer Sondersituation dabei ist. Aber wie gesagt, fangen wir an mit dem meiner Meinung nach hässlichsten Lizenzset aller Zeiten, nämlich Lego Ideas Nummer 16 Adventure Time. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das ein Spiel und wenn mich nicht alles täuscht, habe ich das auch irgendwann mal gespielt. Ich weiß, es krieg's aber gar nicht mehr drauf. Kann auch deshalb gar nicht sagen, war es gut, war es schlecht. Anscheinend sah man sich aber genötigt oder fand gut, Cartoon Network hier um die Lizenz anzuhauen.
Und ja, dieses Spiel oder ja, Spiel oder Comic, wie auch immer, tatsächlich in ein Lego-Set zu packen. Ja, und was ist die Moral von der Geschichte? Wir haben hier ein Set mit einem Schweinepreis, ja, könnte man auch sagen, Steinepreis von 10 Cent. 49,99 kostet das. Ja, und tatsächlich habe ich dieses Set für, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, mit Versand für 40 € bekommen. Das Set, wie gesagt, vor 3 Jahren rausgekommen. Gab es auch relativ lange, über 2 Jahre, hat sich also überhaupt nicht entwickelt und man würde sozusagen immer noch unter Einkaufspreis oder unter UVP-Preis liegen. Wie gesagt, einmal geholt für die Sammlung, damit sie vollständig ist. Mein Gott, ich finde dieses Set wirklich, wirklich hässlich. Huiuiui. Kommen wir zu dem nächsten Set und das ist, glaube ich, auch so mit das Set, wo in diesem Jahr einschlägige Kanäle am meisten berichtet haben. Ich natürlich auch berichtet habe. Jeder, der ein bisschen in der Szene drin steckt, wahrscheinlich alles dazu gelesen hat. Von daher mache ich es kurz. Wir haben hier das Set Nummer 17, die NASA Apollo Saturn 5 Rakete. Hier noch mit der Original 21309 Nummer. Jetzt mit der Nummer 92176. Also tatsächlich gibt es die zumindest dadurch auf dem Zweitmarkt und auf dem Direkt-Lego-Markt zweimal momentan. 119,99 kostete das gute Stück, wurde wie warme Semmel angepriesen, was zu dem Zeitpunkt, muss man auch ganz fairerweise sagen, gar nicht falsch war. Bisher alle Ideas-Sets, die irgendwie ein NASA-Thema, Weltraum-Thema haben, haben sich Bombe entwickelt. Auch generell Creator und so weiter war immer dieses Weltraum-Thema sehr, sehr gut. Nur was eben diesem Set sozusagen auf den Füßen gefallen ist und damit auch vielen Käufern, die sich nur auf ein Set gestürzt haben, ist, dass Lego sich relativ schnell entschieden hat, nachdem sie es zu Anfang dieses Jahres End of Life gehen lassen, eben in diesem Jahr wieder einfach aufzulegen. Ja, was soll man dazu sagen? Das führt dazu, dass man jetzt diese Originalset tatsächlich für 100 510, je nachdem, wenn ihr Glück habt, gute Gebote, jetzt vielleicht um Weihnachten nicht unbedingt, aber tatsächlich unter Einkaufspreis bekommt. Also sowohl das Original als auch die Neuauflage. Die Nummer, die Ideas-Nummer ist gleich geblieben, die Set-Nummer ist jetzt eine andere. Sehr, sehr schade, denn dieses Set ging tatsächlich steil wirklich durch die Decke und wurde teilweise für 170, 180 € gehandelt. Also schon zwei Sets aus dieser Reihe, wo man sagen muss, ja, nicht so toll gewesen, wobei hier natürlich diese Sondersituation ist. Und damit möchte ich das auch verlassen, sonst ärgern wir uns nicht nur und kommen wir zu dem zweiten Set, wo Lego abermals die Schwelle von 100 € locker überschritten hat und das bis dato teuerste Lego-Set gemacht hat. Nämlich den Fischladen, den alten Fischladen, The Old Fishing Store. Und dieses Set hat tatsächlich 149,99 gekostet, einen Teilepreis von 7 Cent. Kein Lizenzthema, aber eine, wie ich finde, super schönes Set. Auch das erste Gebäude in der Form über Ideas. Und fand sehr viel Anklang, zumal weiß jetzt nicht, ich glaube, von der Grundplatte passt es natürlich nicht zu den Town Buildings, aber nichtsdestotrotz meiner Meinung nach ein sehr, sehr schönes Set, was ihr oder was allgemein auch so angesehen wird. Das Set selber war noch nicht mal 1,5 Jahre auf dem Markt und hat jetzt tatsächlich eine Wertsteigerung von ungefähr 28% pro Jahr hingelegt. Das muss man erstmal mit einer anderen Anlage schaffen. Wir haben hier vier exklusive Figuren, die natürlich alle generisch sind. Also von daher war dieser Ausflug von Lego oder dieser Versuch von Lego, hier mal den Preis für Ideaset auch richtig hochzusetzen, kann man hier als wirklich gelungen bezeichnen. Und auch hätten sie die NASA-Apollo-Rakete, die im Übrigen dafür, das möchte ich auch nochmal sagen, tatsächlich 32 Monate auf dem Markt war, also manche sagen, die wurde halt nur noch mal aufgelegt, weil die zum Schluss so viel gekauft wurde als Anlage. Ja, hat sich als zweites gut entwickelt, wie gesagt, die Apollo 5
Die Apollo Saturn 5 Rakete hätte sich wahrscheinlich auch gut entwickelt, wäre sie eben nicht neu aufgelegt worden. Und kommen wir zum dritten, und Lego fängt an, es richtig auszureizen. Ballern wir nochmal ein mehr raus zum jüngsten Set in dieser Reihe, nämlich das ist ja knapp 2 Jahre und 4 Monate jetzt alt und war 17 Monate im Handel, nämlich Voltron, Defender of the Universe. Ja, 179,99 € wollte hier Lego UVP haben, und ja, dadurch, dass alle Sets natürlich auch teilexklusiv sind, gibt es in den meisten Fällen maximal 20% Rabatt in größeren Mengen. In kleineren Mengen, zumindest wenn es mal nicht so ein schlechter Black Friday ist. Aber letztes Jahr zum Black Friday gab es das dann auch mit einem bisschen mehr Abschlag. Ja, und das Set, lange Rede, kurzer Sinn, hat sich jetzt tatsächlich relativ mau entwickelt. Wir sind etwas über diesen Preis tatsächlich, so um die 190 €, ist aber eine Wertentwicklung von 2,7%, und da, das könnt ihr natürlich selber entscheiden, aber wäre es natürlich in irgendeiner anderen Anlageform irgendwie besser aufgehoben, wenn man natürlich auch noch den Stress, mögliche Stornierung, Warensendung und so weiter mit einberechnet. Zumindest meine Meinung. Und kleiner Fun Fact noch als letztes am Rande zu diesem Set, das mich natürlich auch überrascht hat. Von der Aufmachung her hatte ich dieses Set oder dieses Lizenzthema tatsächlich irgendwo in die 70er, 80er, so Transformers-mäßig, japanisch-Style verortet. Weit gefehlt. Tatsächlich ist es beruht es auf einer Serie, die bei Netflix von 2016 bis 2018 produziert und ausgestrahlt wurde. Okay. Mehr brauche ich, glaube ich, nicht sagen. Nicht jedes Netflix-Thema. Ich glaube übrigens, es gab 8 Staffeln, also auch durchaus beliebt. Und dann weiß man auch, warum das rauskam. Aber ja, irgendwie überschneiden sich anscheinend die Fans dieser Serie nicht mit den Lego-Fans. So, und kommen wir zum letzten Set in dieser Reihe. Und Gott sei Dank, Lego schießt dann auch mal ein Set wieder raus, was dann etwas günstiger ist natürlich. Diesmal die Frauen von der NASA. Alles 4 exklusive Figuren, keine generischen Figuren mit Zeitangabe. Ein, wie ich finde, sehr, sehr schönes kleines Set. Für 25 € hat man das bekommen. Ein Steinepreis von 11 Cent, was auch okay ist, mit 4 Figuren. Ja, dieses Set war tatsächlich auch nur knapp über ein Jahr erhältlich, mittlerweile auch 3 Jahre alt, und hat doch eine relativ stabile Performance von 16, 17% fast pro Jahr hingelegt. Und wird jetzt so für die 40 € verkauft. Ja, also wenn man das in größeren Mengen sich geordert hat, hat das tatsächlich Spaß gemacht. So viel also zu den Sets 16 bis 20, und im nächsten Video geht es dann tatsächlich so langsam an die Sets ran, oder nicht langsam, sondern tatsächlich mit großen Schritten an die Sets ran, die jetzt End of Life gehen, beziehungsweise sogar noch im Handel sind. Und das für euch spannend, ihr kriegt natürlich auch von mir dann die Einschätzung, ob ich denke, dass diese Sets sich gut entwickeln oder nicht. Natürlich immer mit dem Disclaimer, nur meine Meinung, keine Anlage- oder Kaufberatung, aber das wisst ihr, glaube ich. Und ansonsten würde ich mich freuen. Dieses Video hat ein bisschen Recherchearbeit gekostet, das wisst ihr ja auch. Und würde mich einfach freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Das hilft dem Kanal. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen, das ihr mir da lasst. Ansonsten, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Markus, bleibt gesund. Ciao.